Herzlich willkommen zurück zu Infamous Second Son. So, letzte Folge haben wir mit der Fett schon ein bisschen rumgemacht und ja, ein paar Aktivisten ausgeschaltet und jetzt sind wir hier, wo irgendwie so Origami-Papier, Vögel rumfliegen und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Muss da jetzt hoch oder wie jetzt? Hä? Ah, da muss ich rein. Okay. Paper Trail. Folgen Sie der Spur blutiger Origami-Tauben, um kostenlose Bonusmissionen freizuschalten und die gesamte Geschichte hinter dem DUP aufzudecken. Auf infamouspapertrail.com erhalten Sie weitere Informationen. Ist ja doof. Ach, ist es etwa die eine Mission, die wo übers Internet geht, mit so Webseiten absuchen nach Informationen, um dann die Informationen hier einzupflegen in das Spiel und dann wieder weitere Missionen hier im Spiel machen und dann wieder aufs Internetseiten gehen? Das ist ja doof. Wie soll ich das jetzt aufnehmen? Ich kann nicht einfach so... Nee, das ist doof. Ja, vielleicht können wir das nach der Geschichte, also Hauptgeschichte hier machen. Dann lassen wir die jetzt erstmal aus. Ist zwar ein bisschen schade. Warte mal, können wir nicht wenigstens die Mission ein bisschen anfangen? Oder so? Oder hören wir es mal kurz an. Bäh. Alter. Papier? Heutzutage gibt's wohl für alles ein Conduit. Hä? Was? Wo ist der hin? Alter. Papierkräfte. Sehr komisch. Warte! Hey, bleib hier, du Papier-Tussi. Hey, bleib stehen, du Häschen. Alter. Alter. Das ist ja ekelhaft. Bleib doch mal stehen, junge Dame mit Papier. Mach mal langsam! Alter! Oh Mann! Flieg doch nicht immer weg! Also, wo ist sie denn? Ja. Alter! Hä, wo ist sie hin? Mann! Könntest du vielleicht mal bitte stehen bleiben? Das ist ja ekelhaft. Ah. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Hä? Hab ich's jetzt verloren? Nee. Hä? Verdammt! Bleib! Hier! Das gibt's doch nicht! Wo ist sie denn jetzt? Ah, da oben ist sie. Da! Bleib stehen! Hä? Fetch? Nein. Ich sollte wohl ein Foto davon machen. Okay, Kamera benutzen. So, Foto. Nicht Fetch, aber ganz ähnlich. Papier, Foto. Ah, da unten ist auch was. Foto. Ah, und jetzt? Sucht sie im Tatort des Mordes nach Hinweisen auf den mysteriösen Conduit. Bitte verlassen! Die Geldbörse gehört wohl ihm. Gut, Geldbörse. Sie müssen eine ID-Suche für eine verdächtige Person durchführen. Eine Papier? Was? Okay.
Senden Sie die Tatortfotos, die Goldbörse und die Origami-Tame an Ihr Paper Trail Online-Profil. Das ist da unten, oder jetzt? Verbindung wird hergestellt. Hä? Zuwirken, meinen Sie, ja, um sie untersuchen, bevor Sie fortfahren. Aha. Was geht denn jetzt ab? Glückwunsch, Paper Trail Karma erhalten. Aha. Schön und weiter. Vorsicht, er ist es. Er ist es. Ja. Verwenden Sie Ihr Telefon, um Kilian Kitzko zu finden und mehr Informationen über den ermordeten Dealer zu erhalten. Aha. Okay, folgen Sie. Tschernow, wo bist du? What? Ja, dann folgen wir diesem Ding einfach mal. Ich schätze mal, in die Richtung müssen wir. Ja, da lang. 310. Alter Schwede. Meine Güte, ich bin gerade auf Mission. Rennt um euer Leben. Ich bin gerade beschäftigt. Ich habe keine Zeit für euch. Hä? Anscheinend da lang. Boah, Wasser. Schlecht. Hat man es nicht auf der Karte irgendwie so verzeichnet? Nö. Gut, dann gehen wir einfach mal diesen Weg lang. So. 83. Ja, langsam kommen wir näher. Mein Gott, ich sehe schon alles rot auf der Karte. Seht ihr den Kerl? Verpiss dich! Weg mit dir! Patsch! Ich bin kurz im Abkratzen! Oh, Neon entziehen. Ja. Okay. Ham! So, jetzt zu dir. Patsch. Wuhu. Tatort-Fotozeit. Nein, ich muss auch nicht gehen. Bam. So, Kamera verwenden. Okay. Hat Fetch etwa Nachahmer? Foto? Drogen, natürlich. Eine Drohne. Bin direkt hinter dir, Kleiner. Oh, was ist mit dem Ding hinterher? Alter, wie schnell ist denn das Ding bitte? Nein! Bleib. Ach ja, das Ding wird schneller, wenn wir auch schneller werden. Ja gut, dann müssen wir das anscheinend nur verfolgen. Können wir es abschießen? Na. Komm schon! Du! Na. Das Ding ist anscheinend immun gegen meine Schüsse. Hä? Wo ist es? Bleibst du stehen, Drohne? Hey, habt ihr das auch gehört? Bist du mal eigentlich da, wo du hin musst? Du fliegst nur im Kreis. Haha, ich bin... Na toll. Das ist hier drin. Besiegen Sie die Drogendealer. Ja, hervorragend. Ach, weißt du was? Patsch. Zack, ja. Nein, nicht schon wieder. Finger weg von mir. Los. Lade dich auf. Und flupp. Weiter geht's.
Bam, bam, bam. Auf den Kopf. Und. Nein, exekutieren. Alter. Drohne. Geldkassette sammeln. Sehen wir dich mal an. Senden Sie die Geldkassette an Ihr Paper Trail Online Profil. Ich hab doch nie mal ein Paper Trail Online Profil. Ach, ist ja hervorragend. So, wo müssen wir das jetzt eigentlich senden? Mal so ganz nebenbei. Gut, da unten ist es auch nicht. Ist es hier? Aber das ist unser Missionsziel. Ach ja, stimmt. Gut, dann fliegen wir mal dahin. Ist das... Warte. Verbindung mit hergestellt, aha. Tatabfotos und Garmitar Papertar hinzugefügt, meinen Sie am... um sie zu untersuchen, bevor sie verabfahren. Aha. Ja, okay. Ich glaube, da muss ich mich mal anmelden und dann machen wir das vielleicht doch irgendwie. Gut, die Mission können wir hier machen, aber das, was ich im Webbrowser machen muss, kann ich dann nicht aufnehmen. Also können schon, aber das ist wahrscheinlich ziemlich langweilig. Ich nehme es einfach mal auf und dann entscheide ich das, ob ich das dann hochlade oder nicht. Gut, dann haben wir jetzt jedenfalls schon mal einen kleinen Einblick in diesen Paper Trail Dingsbums Mission da irgendwie erhalten. Und jetzt machen wir aber mit der Geschichte hier weiter. Also mit der richtigen Geschichte hier, nicht dieses Paper Trail Dingsbums. So, Checkpoint. Na, komm schon. Gut, und jetzt hier so. Ach ja, darüber eigentlich ist ja logisch. Ich kann an Wänden hochlaufen. Ziel gesichtet, da oben. Oh oh. Ach du Scheiße. Oh, böser Fehler, Mann. Das wird der Hammer. Wenn Sie... Automatikgeschütze? Das ist voll unfair! Alter. Automatikgeschütz? Ausgeschaltet. Wie es aussieht, haben die ihre Achillesferse am Popo. Ich wusste, du kannst das, Ding. Ich muss einfach schneller als die Autoscheißer sein. Okay. So, ausgeschaltet. So, das andere Ding ist dann... Hä, wo ist das? Die Dinger sind gnadenlos! Ja, die sind echt gnadenlos. Das ist nicht so geil. Wo ist denn das Ding? Halt die mal da fest. Ach, da oben. Ich stehe hier ziemlich unter Beschuss! Mein Gott! Klammeräffchen, halt die nicht so überall fest. So, und das andere Ding ist dann wahrscheinlich da unten. Ja. Loslassen. Nee. Hä? Hä, wo ist das Teil? Ist es da oben? Na komm, hoch mit dir. Ups. Ja, da steht's. So, alles ausgeschaltet. Ich hab's dem Krokodil, der gar nichts von mir gelernt. Duck dich und geh Deckung. Patsch, kaputt. So, ich bin auch wieder geheilt. Und jetzt. Wir müssen jetzt hin. Ja, einfach mal da hoch, denke ich mal. So, wo sind denn die? Okay. Okay, das nenne ich eine Lücke. Das Auto nützt mir hier auch nichts. Oder ist das eine Sprungschanze? Ich baue jetzt eigentlich erstmal das da. Ba, ba. So, tschüss. Eine Sprungschanze, sagst du? Ach ja, stimmt.
Haha. So, oh mein Gott. Ah, da traut ihr euch endlich hinter euren Spielzeugen hervor. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Was machst du? Du da. Patsch. Wuhu. Ha, den hat's aufgelöst. Ja, verdammt. Pam. Hey, Fetch. Ich hab gerade die Brücke mit Leichen und Blitzen gepflastert. Fetch? Verdammt, Mädchen hören einem auch nie zu. Ach hier. Was soll's? Lantern District, ich komme. Alles klar. Oh, das sieht mir hier nach einer Arena aus. Nein, die Augustin. Schätzchen, Brücken sind voll dein Ding, weißt du das? Also erkennst du mich wieder? Oh, ja, ja. Du bist diejenige, die mich vor ein paar Wochen eiskalt erwischt hat und dann laufen ließ. Du hast dich seitdem verändert. Du meinst das Rauchding? Ja, das ist neu. Ich hörte, du kannst einen neuen Trick. Du hast dein Arsenal erweitert. Tja, keine Ahnung, wo du das her hast. Ich meine... Ich bin nur ein einfacher Rauchtyp. Ach, wirklich? Ah. Tja, das sagt mir leider überhaupt nichts. Ach du Scheiße. Alter! What? Nein, jetzt bin ich ins Wasser reingeplatscht. Hä? Wow! Alter! Was geht mit dem Typen ab? Mami! Ach, warte mal. Ach ja, warte mal. Ich wollte gerade meine Special Power einsetzen und jetzt bin ich tot. Ach, jetzt habe ich den nicht mehr. Oh, nee. Wow! Ah, cool. Alter, wo kommt das jetzt her? Wo ist der Typ? Alter, ich bräuchte mal ein bisschen Ra hoch. Ach, deine Mutter ist beeindruckt. Lass mich in Ruhe. Ah, Rauch entziehen. Wow, oh, bist du aber groß. Wo ist Rauch entziehen? Rauch entziehen? Rauch entziehen? Wo war das? Ja. Ach, scheiß drauf, Neon. Natürlich, ich bin da. Verdammt! Je größer sie sind, desto kleiner komme ich mir vor. Na komm schon! Ja. Alter, Neon, Alter, Neon! Yam, 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 yam! Alter! Der Typ ist ja extrem ätzend. Verdammt. Ich kann. Na, oh, jetzt bin ich draufgegangen. Na, super. Wah! Ach, jetzt hier ist der wieder voll. Ich bin wieder schon wieder fast am Arsch. Das gibt's ja nicht. Alter! Wah! Gott, mit diesem Neon kann ich nicht umgehen. Auf so engen Raum. Na also. Pam. Nein. Haha. Ausgewichen. Wow. Bist du aber groß. Haha. Pam. Pam. Na endlich. Das ging jetzt irgendwie zu schnell auf einmal. Oh, okay, okay, vielleicht habe ich ein bisschen gelogen bei dem Neon-Ding. Aber ich glaube, ich kann uns beiden hier viel Zeit sparen.
Ich zapf dir doch nur ein bisschen deiner Kraft ab, mehr nicht. Ich soll dir also einfach so meine Kraft geben? Ich meine nicht genug, um Brücken einzureißen oder so, aber genug, um deine Betondolche aus meinen Freunden rauszuziehen, ja. Und danach wirst du niemals wieder von mir hören. Ich habe eine bessere Idee. Daheim in deiner kleinen Hütte bist du für mich nutzlos. Warum bleibst du nicht hier, bei mir? Meine Idee gefällt mir besser. Dad. Du machst mich traurig. Nein! Nicht runtersinken! Nicht runtersinken! Kann ich jetzt fliegen, oder was? Oh, oh, oh. Okay. Was zur Hölle war denn das jetzt? Hä? Oh, Hallöchen. Ach, der Lantern District, wo ich sowieso hin wollte. Hab nur einen Umweg gemacht. Mission abgeschlossen, die Prüfung. Das hieß die Prüfung? Wusste ich gar nicht. Egal, abgeschlossen. Ja, da fällt eine Scherbe runter. Ja, wir sind jetzt hier im Lantern District anscheinend. Alter, gut, dass deine Zupflasse ist von diesen Störsendern. Ja, und hier sind wir jetzt anscheinend rübergekommen, aber ich habe keine Ahnung wie, so und wie. Irgendwie geflogen oder so, ich weiß auch nicht. Oh nein. Ja, nein, nicht das. So. Ich beende jetzt hier erstmal die Folge, weil sonst werden wir hier gnadenlos abgeknallt. Das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Gott, und sind auch welche. Alter. Alter. Ich will ja weg. Ich bleibe einfach mal hier und hoffe, dass mich keiner sieht. Also, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und in der nächsten Folge geht es dann hier im Lantern District weiter bei Infamous Second Son. Bis dann, Leute. Ciao.